Ja, und bis zum nächsten Mal ist immer noch für mich in der gleichen Aufnahmesession. Gesagt, das trenne nämlich jetzt in der jetzigen Aufnahmesession noch mit und dann mache ich dann erstmal ein kleines Päuschen, so dass ich die erstmal die Videos dann bearbeiten kann und dann schon mal dann gucken werde, wie ich sie dann hochladen tue. Dann werde für welche Tage, ich glaube, wie gesagt, bis morgen vor euch den Rückwirken, bis zum 10.7. habe ich ja schon bis 22 Uhr schon viele Videos hochgeladen, speziell für den, wenn die Veröffentlichung stattfindet, so dass ich dann schon mal Folgen habe, denn für Samstag und für Sonntag. Mal gucken. 550, die müsste ich ja nach dem Qualifying, nach dem Qualifying, nach dem Training den vielleicht gerade so haben, dass ich dann oben den zweiten Punkt machen kann. Strapazierfähigkeit. Spätestens nach dem Quali, wie gesagt. Bei den nächsten Rennen, Rennen 6 und 7 müssten Monaco, 6 und 7, Rennen 7 und 8 ist dann Monaco-Baku. Also Monaco ist 7, Baku ist 8 und 9 müsste in Kanada sein. Na, nicht ganz 5 mal 6. Brauche ich, das heißt 44 fehlen mir noch. Hätte nicht mal 44 Punkte mehr holen können, ihr Säcke. Aber hey, der nicht selber fährt, der viel verliert, ne? Und nur simuliert. Hallo miteinander. Achso, ich habe zuerst gesehen, hallo Mitarbeiter. Ich bin nicht dein Mitarbeiter, Kollege, ich bin dein Vorgesetzter. Du Affe. Gehe zur Strecke. Vorher kann ich's drücken. Scheint aber gut auszugehen, dass ich mit der Einstellung, auch wenn wir jetzt hier Okay, gute Leistung. Wirklich großartig. Das war
ein Rennen mehr haben. 22 Rennen, dass ich trotzdem mein Ziel erreichen kann mit 7 Rennen im Durchschnitt fahren mit den einzelnen Teilen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere. Habt ihr auch gesehen, 65% Motorabnutzung und jetzt noch ein Vorsprung von rund 3 Sekunden. Wenn ich die Rennen davor hatte ich dann mal gehabt, 4, 5, auch glaube ich auch immer 6 Sekunden. Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Alter, viermal auch, das war ein Quali. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, das Auto hält jetzt aus. Ich bin mir sicher, dass unsere Strategie für das Rennen uns einen Platz auf dem Treppchen sichern wird. Ich bin zuversichtlich, das sollte gar kein Problem sein. Das muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Was anderes hätte ich mir nicht erwartet, man muss immer sein Bestes geben. Das gibt uns die Gelegenheit, die Kraft unseres Motors zu präsentieren. Es ist aber toll, wenn sich die harte Arbeit auszahlt. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Es ist toll, dieses Jahr gegen alle Fahrer. Das ist, ich mag Herausforderungen, daher könnte es ruhig noch enger sein. Na, eigentlich eher das, ne? Mittlerweile haben es gesagt, immer noch den 9.7. immer noch in der Early Access Phase 21.18, wo gerade dieses Video aufgenommen wird. Wie gesagt, für euch wird es wahrscheinlich schon Samstag und oder auch Sonntag sein. Also 30 ist glaube ich das, wo ich am dichtesten hinkommen muss. Danach habe ich den auf 3. 3x5 sind schon 15. Weil die 30 sind erreichbar. Weil ich habe jetzt glaube 14. Wenn ich jetzt im Rennen 5 kriege, bin ich bei 19. Und dann kann ich schon in Monaco, dann nochmal plus 2, bin ich bei 21. Dann wäre ich nach Monaco bei 27 Jahren passt. Also in 5 Rennen kannst du das eigentlich schon in 15, 15, 20, 25, weil du durch die Rennen ja dann schon 25 Gesamt kriegst. Bei 5 Rennen A 5 mal, wenn du wirklich besser bist, ne, bist du ja schon bei 25. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So, wurde vielleicht hier irgendwas vergünstigt für mich jetzt angeboten? Notwendige Einrichtung Stufe 1, Stufe 2. Okay, da kann ich schon gar nicht weitermachen. 550, 5, bist noch nicht durch. Obwohl ich oben kann ich denn nach oben weggehen. Hallo? 600 jetzt, willst du mich verarschen? Da kann ich ein Auto nach unten gehen. Dass ich erstmal random soweit alles das mache, was ich machen kann. Ja, 65% Abnutzung. Das ist noch nix. Schön wird es erst nur im 90er Bereich. Also ja, wenn du bei 90% Abnutzung oder Auslastung bist. Wenn ich F1 2090er nehme, kann das sein. Also bis 95% kannst du locker den Motor nutzen. Eigentlich kannst du sie auch bis 99 nutzen. Und dann gehen sie eher hoch, also kannst du sie relativ hoch ausnutzen, so ist das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt 65 nach dem Rennen, konnte ich vielleicht 66 haben, das heißt, ich kann vielleicht bis Rennen 10, 11 fahren, wenn ich sogar vielleicht bis Rennen 12 mit dem Motor, als Beispiel, und da konnte dann erst explodieren oder hochgehen. Einen Blick auf die als Beispiel. Wenn man 1 zu 1 übernehmen kann von dem Vorgänger F1 2019, haben die Motoren ja auch länger gehalten oder die Teile länger gehalten, als wie man sich selbst vorgerechnet hat. Weil wenn ich sage, okay, ich habe von jedem Ding, wie gesagt, 3 Teile, wir haben 5 Komponenten übernehmen können und pro Komponent darfst du 3 Teile nehmen, ohne eine Strafe zu kassieren. Und wir rechnen das auf 7 Rennen jeweils hoch. 7, 14, 21. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht.
Denn desto gut hast du immer noch praktisch versetzte Rennen noch Motor. Und Teile, die du trotzdem nutzen kannst. Oh, vergesst schon auf Gas zu gehen. Wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Zeigt erste Verschleißspuren. Optimalleistung nicht mehr möglich. Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Ach komm, 1% Abnutzung mehr gerade. Also meine geplanten 7 Rennen mit einem Motor zu fahren, die sind hier genau gleich wie im Vorgänger. 10 wären möglich, wahrscheinlich.
12 wäre auch eventuell gerade so möglich, 12 Rennen mit einem Motor durchzufahren. Aber ich denke mal eher so, wenn wir Minimum die 7 bis 8 Rennen im Durchschnitt schaffen, eher die 7, und hinten raus vielleicht bei 10 rauskommen, braucht man nicht mal wie 2 Motoren. Ich glaube, man hat auch, glaube ich, nur 2 oder 3 Motoren pro Season frei. Dass man sagen kann, okay, man kann praktisch stemmen, wenn man später ist und hochgerüstet hat, alles aufs Maximum. Dass man dann sagt, okay, man kann 2 Motoren nur für die Rennwochenenden nehmen und den dritten Motor nur für die kompletten Trainingssessions vielleicht benutzen. Trainings- und Qualifying-Session einen Motor. Und für die gesamten 22 Rennen 2 Motoren. Das heißt, pro 11 Rennen ein Motor zum Verballern, denn beispielsweise, denn für spätere Laufzeit. Aber erstmal so weit hinkommen. Nochmal schnellste Runde. Du hast das Rennen gewonnen. Großartige Leistung heute. Fahrer des Tages Esteban Ocon. Es ist auf jeden Fall immer schön, dass man nicht immer die gleichen sieht. Also nicht immer zum Beispiel jetzt die Top 3 als beste Fahrer, sondern auch immer wirklich einen, zum Beispiel Renault oder mal Keras, die wir hatten oder sowas. Das Einzige, was noch ist, wenn auf einmal meine Teamkollegen Fahrer des Tages ist, weil sie spontan noch von hinten nach vorne fährt. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Ich glaube, ich ändere demnächst auch nochmal meinen Teamnamen um, weil wenn man schon praktisch auf Deutschlands Umbrella-Logo hat, dann bezeichne ich wahrscheinlich vielleicht mein Team mal in Umbrella Incorporation. Oder so. Ja, gar nicht mal so schlecht. 500, 1300 nochmal zu. Oh, Junge, da krieg ich ja mehr Knete. Zum Hochballen, wie es geht. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert. 27 hatten wir Rückstand. Ja, es sind 34, jetzt wird es mehr. Also Konstrukteur, wir können froh sein, wenn wir vielleicht Konstrukteur oder die Top 3 kommen. Aber ich würde sagen, Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür. Das war gut. Wie gesagt, im ersten Jahr denke ich mal nicht, dass wir die Konstrukteurs kriegen. Außer ich sollte im Verlauf des Jahres meinen Teampartner oder Teamkollegen ersetzen. Das ist es. Ich tue das nur, um sie glücklich zu machen. Ich bin sehr froh, dass ich ihren Erwartungen gerecht werden kann. Vielleicht, aber wir dürfen nicht selbstzufrieden werden. Entschuldigung. Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Es war knapp. Es ist mir ziemlich auf die Pelle gerückt. Wir treiben einander stets dazu an, bessere Fahrer zu werden. Jetzt hat sich der Braun. Denke mal, es kommt noch durch den Lichteinfluss, glaube ich. Wenn sie eher im Schatten steht, hat sie eher schwarze Haare. Und wenn sie dann irgendwie so mehr in hellem Licht, Sonneneinfluss steht, hat sie wahrscheinlich dann braune Haare. Es gibt da plus 5. Eher nur plus 3. Belohnung 3200 Anerkennung. Verbleibende Rennen sind noch 4. Jetzt sind wir bei 19. Da wäre ich jetzt auf 7 oben. Sie ist noch auf 5.
Gesamtanerkennungszuwachs. Ja, zwei Stufen fehlen noch bis 10. Ja, Quali-Ergebnis P10, 0 von 10. Eigentlich müsste er schon mehr stehen, weil ich das ja erringe. Nein, 3,89. Gebe ich 2 Millionen aus, habe ich noch 1,89 oder 5,9. Whatever. Oder ich warte, bis ich 7,5, 8 Millionen habe und dann koppel ich die zwei Balken unten gleich in 1. Dann kriege ich nämlich einmal 10% mehr Zuwachs. Sponsoren, das heißt, ich kriege dann nochmal 10% wahrscheinlich hinten raus mehr Knete. Ach ne, so muss ich Aktivitäten. Wie lange dauert denn das nächste Rennen? 20. Wir müssen hier 11. In Richtung. Zehn. 20. 40. Und mit denen wahrscheinlich ein bisschen mehr dann gleich wieder. 5, 6, 7. Ja, hier sind Anerkennung wird um 10% schneller erhöht. Dein Team Anerkennung wird schneller erhöht. Und hier sind einfach nur die positive Auswirkungen von Teamaktivitäten werden leicht erhöht. Ja, machen wir weiter. Ich habe ja ausgewählt. Siebenhunderteinundsechzigtausend. Junge. Siebenhunderteinundsechzigtausend bekommen. What the fuck? Für Anpassung. Achso. Was kann ich mir anpassen? Ach, Lackierung wieder, ne? Ja, diese Lackierung hier hinten. Ich bin mit meiner Lackierung aber zufrieden. Ach, das war immer ein neuer Rennanzug. Dann kann ich, wenn ich auch hier schon mal bin, mein Teamnamen ändern. Änderung der Passformnamen. Von der Lange ist ja. Was natürlich nicht. Drei Buchstaben fehlen.
Dann bleiben wir halt bei Umbrella Corporation. Reicht ja auch. Finanzchroniken. Warum ist da hinten zwischen, zwischen 24 und 25 ein roter Balken? Hier kannst du das zusätzliche Gehalt, das du ausgehandelt hast, in Faraboni anlegen. Jeder Bonus kommt dir selbst und deinem derzeitigen Team zugute. Sie bleiben dir erhalten und machen dich bei zukünftigen Verhandlungen für die Teams attraktiver. Sag doch, dass ich das sowas auch machen kann. Ah, und dann erst wieder ab Stufe 8. Okay. Geht das nur bei mir oder kann ich das auch? Hier kannst du das zusätzliche Gehalt, das du kann ich, glaube ich, den nur bei mir machen. Jeder Bonus kommt dir selbst und deinem derzeitigen Team zugute. Sie bleiben dir erhalten und machen dich bei zukünftigen Verhandlungen für die Teams attraktiver. Schön zu wissen. Ich dachte, das kommt automatisch, aber ja, schön zu wissen. Ihr Affos. 700. Wie viel? 575. Hau ich dich nochmal rein. Jetzt bist du wieder 600. Was nicht gerade auf 500. Würde eh nicht passen. So, nach oben haben wir jetzt aber genügend Platz. Zu wenig Ressourcen, ja. Dass ich denn den mache, dass ich dann die drei hier durch habe. Wie gesagt, hier kann ich eh nicht weiter. Da muss ich erst hoch, geht doch mal darüber. Das Stufe 1 sein. Hier kann ich dann praktisch nur den und den machen. Also bräuchte ich 1100. Hier kann ich ihn halt nur für 1700 die zwei machen, dann wäre ich eh vorbei. Muss ich ihn halt mal gucken. Na, für 3 Miller kann ich nur mal ein Analysenzentrum machen. Aber es kann auch schon wieder sein, wenn ich einen neuen Partner habe, dass ich den Scheiß wieder von vorne wahrscheinlich machen muss. Der 2 Millionen hätte ich noch 1,63. Komm. Und den mache ich dann beim nächsten Mal. So, dass ich jetzt, ich hoffe, er hat das soweit übernommen. Ja, gut, denn ich will nämlich jetzt von hier aus zurück ins Hauptmenü. Denn werde ich nämlich hier kurz, ja, eine Aufnahmesession Stopp machen. Weil ich gleich aber kurz was essen will, ein bisschen TV gucken möchte. Und dann werde ich dann zum späteren Zeitpunkt vielleicht nach, vielleicht heute Abend noch, denn das ist 21:45 gleich, dass ich heute Abend noch weitermache oder dann halt dementsprechend morgen am 10., wenn das Spiel offiziell released wird, dass ich dann dementsprechend fortfahren werde. Ja, wir sind jetzt das Einzige, was sich dann noch fehlt, ist Meilenfahren in der F2, fahre 50 Meilen bei Online-Rennen in einem F2-Auto. Dann will ich nämlich das durch. Karriere. Was fehlt mir dann da noch? Handle in einer Fahrerkarriere erfolgreich 3 neue Verträge aus.
Betonung, Fahrerkarriere, nicht mein Team. Teamliste bei der Nebenfahrer in mein Team in 52 Meilen. Was auch noch Training und weiter trainieren im Regen. Schließe in mein Team oder Fahrkarriere drei Trainingsprogramme in Regen ab. Okay. Dann alles für das Team. Gib in mein Team 50 Minuten für dein Team aus. Da habe ich jetzt, na, nicht ganz die Hälfte. Wir haben auch nicht ganz die Hälfte, 12,3 Minuten ausgegeben. Besichtigungstour als Team. Schließe eine gesamte Serie von 22 Rennen in mein Team ab. Ja, die kriegt man. Endet auch erst in 53 Teilen. Also bis dahin habe ich den unteren Punkt durch. Oder ich will, dass ihr alles gibt. Ist zum Beispiel, verdiene beim Training in mein Team Treiber die maximalen Ressourcepunkte. Verdiene beim Training in mein Team dreimal maximale Ressourcepunkte. Das heißt, dreimal die volle Punktzahl. Das heißt, da muss ich ja früher oder später eh nochmal den Trainings fahren. Also einen haben wir ja komplett abgeschlossen. Das ist ja Australien. Da habe ich ja alles auf Maximum gemacht. Da finde ich blöd, dass es hier nicht angezeigt wird. Dass man zum Beispiel eins von drei durch hat. Bei Monaco werde ich das nicht machen. Ja, mehr Spieler, wöchentliche Events, ja, muss ich dann gucken, aber Hauptsache macht man Solo oder Karriere. Oh, Solo kam jetzt, ah ne, Solo war nicht, ja, Standard. Erst in 20 Stunden, ja. Item Shop, ist ja der, da hat sie noch nichts getan. Wie gesagt, das Wichtige wird dann wahrscheinlich immer hier der Artikel der Woche sein. Erst in 4 Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, also im Verlauf des Montags, des 13. wird es da erst was Neues geben. Aber an dieser Stelle, ja, bedanke ich mich soweit recht herzlich fürs Zugucken in dieser Aufnahmesession und wenn ich natürlich dementsprechend mit der Aufnahmesession weitermache, machen wir natürlich da weiter, wo wir in der meine Karriere aufgehört haben, dort dementsprechend weiter. Und ich denke mal, ich werde das auch so machen, dass ich erstmal meine Karriere das erste Jahr komplett erstmal durchziehen werde. Und dann, wenn ich die erste Season von meinem Team durch habe, werde ich mich dann um die Fahrerkarriere kümmern, dass ich dann halt nach dem ersten Jahr, also die ersten 22 Rennen von meinem Team, werde ich dann habt ihr gesehen, die kurze Form der Fahrerkarriere machen, wo ich ja nur 10 Rennen fahre, dass ich dann da die Rennfahrer oder das Ziel durchmache, dass ich dann sage, dass dann danach kommt, da ich ja hier nur 10 Rennen fahre, dass ich dann sage, ich mache 2 Videos pro Fahrerkarriere-Season, die beinhaltet die 2 Videos 5 Rennen und die 5 Qualis heißt. Die wird halt jede Folge davon 1,5 Stunden lang. Weil da ist nichts Großartiges, da kann ich auch schon, sag ich mal, das machen, dass ich dann vielleicht 2 Videos mache, wenn ich dann wirklich mehr mache, aber ich denke mal, hier werde ich nur Quali und Rennen machen und dann halt davon immer 5 in einem Stück machen. Das sehen wir dann, wenn ich es mache, aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns in der nächsten Aufnahmesession wiedersehen, wenn wir in F1 2020 zurückkehren und dort mit der Kategorie My Team fortfahren, um sie über die 10 Jahre sowohl in der Konstrukteurswertung von Platz 11 auf Platz 1 prügeln werden, so wie meine Wenigkeit als Fahrer, sowie mein Teamkollegen, Teampartner als Zweitfahrer, als Formel 1 Weltmeister und als Vize-Weltmeister
dastehen zu lassen, sodass wir praktisch früher oder später über lange nicht nur Weltmeister werden als Einzelfahrer, egal ob meine Wenigkeit oder mein Teampartner, sowohl dass dann auch dann halt mein Teampartner oder ich, wie auch immer, dann halt Weltmeister wird, dass der andere dann halt Vize-Weltmeister wird und dann zusammen halt Konstrukteursweltmeister werden. Aber ich denke mal, vor Season 3 wird das nicht passieren, dass wir Konstrukteursweltmeister werden. Und oder dass mein Teamkollege Vize-Weltmeister wird. Außer ich werde dann fürs Jahr 2 einen hochrangigen Namen als Partner reinnehmen, sage ich mal, als Beispiel ist Lewis Hamilton oder Max Verstappen, der wahrscheinlich ist schon ab Jahr 2. Aber ich tendiere erst mit ja, Season 3. Erst mit Vize-Weltmeister für meinen Partner und auch erst in Season 3 mit dem Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft. Vorher denke ich mal, wird das nicht passieren. Ja, aber an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal hier in F1. 2020.